Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video Formel 1 2022. Weiter geht's. Und heute schauen wir uns speziell nur das OSD an, also die Benutzeroberfläche, wie ihr euch das Overlay und so weiter selber zurechtlegen könnt. Da gab es im letzten Spiel auch schon viele Nachfragen, weil das ganz, ganz viele nicht gefunden haben. Das könnt ihr tatsächlich nur einstellen, wenn ihr auf der Strecke seid. Das heißt, seid ihr im Hauptmenü, könnt ihr es nicht auswählen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ihr geht einfach ins Zeitfahren, Grand Prix-Modus, Online-Modus, was weiß ich. Dann geht ihr in eure Einstellungen und dann gehen wir auf die Bildschirmanzeige. Und da ist jetzt der Punkt OSD-Anpassung auswählbar. Vorher ist der grau im Hauptmenü. Und wenn ihr da jetzt drauf drückt, seht ihr schon, was ihr alles einstellen könnt. Mit R2 geht ihr jeweils immer das durch, was man auswählen kann. Also ihr seht es ja, der grüne Cursor ist das, was ihr ausgewählt habt. Und dann könnt ihr immer weiter alles nacheinander auswählen. Und so könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, wo haben wir es denn hier? Der Startposition-Indikator gefällt mir da oben nicht. Dann könnt ihr mit dem linken Stick, könnt ihr einfach das Ding weiter runterschieben. Also zum Beispiel mache ich das hier vor meine Nase. Weil ich das dann einfach so besser finde. Und das hier mache ich hier, weil ich ja da sowieso unterwegs bin und jetzt habe ich das. Das kann man auch übereinander legen. Also alles das, was grün umrandet ist, könnt ihr übereinander legen. Im vorherigen Spiel konnte man bestimmte Sachen nicht übereinander legen. So wie es mir hier scheint, kann man dieses Mal alles übereinander legen, was gar nicht so schlecht ist. Und jetzt werde ich zum Beispiel den Startindikator werde ich über den Boxenstopp legen, weil ich den Startpositionsindikator ja nur, wie der Name schon sagt, am Start habe und den Boxenstopp-Indikator, also hier nennt sich die Boxennachricht, die habe ich logischerweise nur, wenn ich in die Box fahre. Das heißt, beides zeitgleich wird ja gar nicht erst auftauchen. Aber ansonsten könnt ihr hier durchswitchen. Wie gesagt, mit dem linken Stick könnt ihr alles anpassen. Wenn ihr etwas ausgewählt habt, könnt ihr es mit X bestätigen. Und dann könnt ihr auch einstellen, ob es überhaupt angezeigt wird. Also ihr könnt es generell ausstellen. Die Deckkraft könnt ihr machen. Ihr seht jetzt links in dem grünen Kästchen, dass es immer transparenter wird. Dann müsst ihr es natürlich auch speichern. So, bestätigen. Ihr seht es. Es ist viel transparenter geworden. Oder ihr könnt es komplett größer machen oder kleiner, wie ihr wollt. Dementsprechend könnt ihr das Ganze euch so anpassen. Das ist so ein bisschen das Standarddesign. Ich lasse es tatsächlich auch so, weil das sind so die Standardsachen, wie das Ganze so ist. Das Safety Car Ding mache ich vielleicht ein ganz klein bisschen kleiner. Das ist doch schon sehr, sehr groß. Aber ansonsten ist das für mich so die erste Einstellung. Ihr seht es auch ganz unten. Ihr könnt die Kamera wechseln. Macht natürlich in der Kamera jetzt nur Sinn, wo ich das Ganze auch verwende. Hier müsste ich das Ganze dann wiederum ein bisschen anpassen. Aber das zu den ersten Einstellungen. Ihr könnt auch mit der Dreieckstaste könnt ihr entscheiden zwischen verschiedenen Modi. Früher war es tatsächlich so, dass man zwischen Rennen, Qualifying und so weiter wechseln kann. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich sehe allerdings auch ganz links unten, wenn ihr auf dieses Laufband, ja, auf dieses Band schaut, wo Dreieck zum Beispiel steht, da links ist noch ein Wort. Das sehe ich aber nicht bei mir. Vielleicht kann man da den Renntyp ändern. Weil wenn ich jetzt Dreieck drücke, kann ich nur Supercars, Normal und Boxen. Wahrscheinlich haben sie das einfach ein bisschen zusammengefasst, dass Qualifying, Rennen und so weiter jetzt einfach normal ist. Dann hat man noch, wenn man in die Box fährt und für die Supercars. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, genau. Also ihr müsst auf die Strecke gehen, um dieses OSD zu aktivieren. Wenn ihr rausgeht, könnt ihr es bestätigen oder verwerfen. Und dann habt ihr es dementsprechend auch direkt so angepasst, bei euch auf der Anzeige. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.